Freunde, heute machen wir Plov zusammen. Das ist ein leckeres Reisgericht mit Rindfleisch oder Lammfleisch. Ich habe heute Rindfleisch und das Fleisch ist ganz, ganz zart. Und nun zum Rezept. Ich habe hier ein schönes, großes Stück Rinderhals. Das wird dann in so Stücke geschnitten. Schaut mal, so ungefähr. So. Zwiebeln werden in kleine Würfel geschnitten. Karotten werden in Sticks geschnitten. Oder vielleicht habt ihr so eine Karottenreibe, die solche Sticks macht. So ist es natürlich sehr fein, aber man kann auch etwas gröber die schneiden. So, schaut mal, vorbereitet. In meinem Wok oder in einem großen Topf geht es auch, erwärme ich oder erhitze ich sogar etwas Pflanzenöl. Nun gebe ich das Fleisch hinein, das wird jetzt sehr laut, deswegen sage ich es erstmal. Und nicht auch gleich wenden, sondern erst warten, bis es schön unten braun ist, dann löst sich das, weil normalerweise klebt es dann am Boden. So brauchen wir das. Ist das Fleisch schön angebraten, geben wir Karotten dazu und braten das mit dem Fleisch weiter an. Dank den Karotten hat unser Essen später so eine schöne gelbliche Farbe. Nach ca. 3-4 Minuten gebe ich die geschnittenen Zwiebeln dazu und das wird jetzt nochmal 5 Minuten zusammen angebraten. So, 5 Minuten sind rum. Jetzt gebe ich etwas Salz darüber, schon mal 2 Teelöffel und übergieße das mit Wasser. Sobald es jetzt einmal aufkocht, gehe ich von der Hitze runter, dass es so nur vor sich hin blubbert. Schaut mal, ich habe Wasser so viel reingemacht, dass das Fleisch gerade so bedeckt ist. So. Und dann wird es so lange gekocht, bis das Fleisch schön zart ist. In der Regel circa eine Stunde, eher etwas mehr. Eine Stunde und 20 Minuten, so in der Zeit ungefähr. Und Deckel drauf. Später brauchen wir etwas Dill, so ein, zwei Hände voll. Und wir brauchen Knoblauch. Schaut mal, traditionell schält man den nicht. Man lässt ihn in der Schale, nur das Äußere dann wegmachen, wenn das so diese trockene Schale und die Wurzeln macht man weg und eine nehmen wir komplett. Schaut mal, hier ist es schön sauber abgeschnitten, perfekt. Die äußeren kann man dann wegmachen, aber so, dass es dann noch zusammen bleibt. Ne? Und so kommt es dann hinein. So. Es kocht jetzt seit über einer Stunde und ist schön zart. Super lecker. Jetzt habe ich den Reis vorbereitet. Das heißt, ich habe ihn einfach unter fließendem Wasser zweimal ausgespült. Und unbedingt diesen Parboiled Langkornreis nehmen. Na, irgendwo stand es. Das ist ganz wichtig, weil alles andere zerkocht. Also es passt da nicht. Am besten nur den. Kann ich nur empfehlen. Da ist genug Flüssigkeit. Jetzt gebe ich den Reis hinein und lasse es auch weiterhin ganz sachte vor sich hin köcheln. Es darf nicht so arg kochen. Das dauert jetzt nochmal, ich weiß nicht, 20, 25 Minuten. Und den Deckel, den setze ich jetzt nicht mehr drauf, denn die ganze Flüssigkeit soll jetzt weg. Und den Knoblauch, den geben wir auch in diesem Stadium die ganzen und die ganze Knolle noch dazu. Schön rein, da dürfen sie jetzt vor sich hin köcheln. Und auch jetzt wird auf Salz probiert. Ich habe es probiert, da ist kaum Salz da, wird nachgesalzen. Da ist am besten, dass es jeder bei sich selber macht. Ist ja sehr unterschiedlich bei jedem, die Mengen. Jetzt gebe ich auch den Pfeffer dazu. So einen halben Teelöffel. Ganz viele
sind überzeugt, dass hier Kreuzkümmel mit reingehört. Wenn ihr dieses Gewürz mögt, dann bitte einen Teelöffel kann man da dazugeben. Ich bin nicht so der Fan davon, deswegen mache ich das nicht rein. Finito. Das waren jetzt nochmal circa 25 Minuten. Schaut mal, da ist jetzt kaum Flüssigkeit noch da. Alles weg. Einfach mal probieren. Wegen Salz, ein bisschen Pfeffer vielleicht noch. Und dann kann man das rausholen. Freunde, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Es ist so köstlich. Probiert es unbedingt aus. So. Wenn euch das Rezept gefallen hat, werde ich mich über eure Likes und Kommentare sehr, sehr freuen. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert bitte meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Eure Xenia.